Die lange Winterpause ist endlich vorbei und für den SV Waldhof steht zum Auftakt der Restsaison in der dritten Liga direkt ein Topspiel an. Heute gastiert nämlich 1860 München im Karl-Benz-Stadion. Beide Teams peilen den Aufstieg an. 1860 ist derzeit Sechster, Mannheim steht mit 4 Zählern weniger auf Platz 8. Wenige Tage vor dem Spiel haben die Löwen mit dem Transfer des früheren Bundesliga-Profis Raphael Holzhauser ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mal schauen, ob er schon spielen wird, beziehungsweise ob er überhaupt schon spielberechtigt ist. Das war ja bis zuletzt noch offen. Jesper Verlat und Joe Boyamba kehren zudem zwei Ex-Waldhof-Spieler an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Bei Waldhof lief die Vorbereitung nicht ganz optimal. Man hat alle Testspiele verloren. Zuletzt gab es ja ein 1:5 gegen den KSC. Und man hat sich auf dem Transfermarkt nicht wirklich namhaft verstärkt. Deshalb geht 1860 für mich heute als Favorit ins Spiel. Ich erwarte heute auf jeden Fall ein Spektakel, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Es werden ja 15.000 Zuschauer erwartet, davon 3.000 Gästefans. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Aber müssen wir noch rechtzeitig schaffen.
Der SV Waldhof feiert einen 3:1-Sieg gegen 1860 und das Ergebnis geht völlig in Ordnung. Waldhof war die deutlich bessere Mannschaft, hatte klar mehr Chancen, war griffiger in den Zweikämpfen und kann den Schwung jetzt natürlich in die kommenden Spiele mitnehmen. Nächsten Montag geht es dann zum MSV Duisburg, da soll dann der erste Auswärtssieg folgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, bis zum nächsten Mal.